hier irgendetwas. Benzin habe ich auch noch genug drin. So, Unterlagen kann ich mal zur Seite. Ach ja, das ist schön. Ja, jetzt muss ich erstmal wieder Antibiotika nehmen. Das macht auch Spaß. Mal wieder. Ich schluck das Zeug langsam wie, wie andere irgendwie ihre Kaugummis. Aber zumindest habe ich nicht anstecken, dass das ja wichtig ist. Ist ja wichtiger, dass ich nicht ansteckend bin. Ja. Nur mein Arzt hat sich schon gewundert. Aber ich habe ihm gesagt, also, ja, mein Kind mal wieder. Hat mir mal wieder Geschenke gebracht. Und schon wieder eine Lungenentzündung hat es mir nach Hause gebracht. Ringgeröten, Lungenentzündung, dies, das, jenes. Also Kinder im Kindergarten, oh Gott, das sind echt keine Schleudern. Die Kinder können nicht dafür, die spielen Spaß, haben ihren Spaß und so weiter. Aber das sind keine Schleudern. Also die Kita ist die... Kita und Schule sind die größten Keimschleudern überhaupt. Das ist echt nicht ohne. Da muss man echt aufpassen. Und ich kann jetzt nur wirklich ein Lied davon singen. Wenn es mal wieder besser geht, nehme ich meine Tochter aus der Kita raus. Für die nächste Zeit. Das werde ich auch dem Amt mitteilen. Da könnte ich sich querstellen. Weil es geht nicht mehr so, dass ich permanent nur noch krank bin. Irgendwann muss ich ja auch mal wieder was schaffen. Das geht nicht, wenn ich ständig nur noch im Bett liege und huste und keuche, morgens nicht rauskomme oder mit Schüttelfrost und Fieber mich da übergebe. So. So, jetzt. Ja, ja. Ach ja, das macht Spaß. Ich glaube, das ist die letzte Runde. Erstmal, nur vorletzte Runde. Dann sind wir bei dem Kraftwerk durch, dann sind wir auch hier oben durch. So, ich möchte den Grund geben zum Schießen. Den Blinderen. Na komm. Hey, habt ihr mich gar nicht gesehen? Das ist jetzt langweilig. Ist das schön. Hier ist immer strahlend blauer Himmel. Würde ich mir von hier auch wünschen. Bei uns regnet es nur noch und dann ist es eiskalt. Okay. Dann lass uns mal runter. Den Rest mitnehmen. Ich sehe euch in der Truhe. Genau. Mal gucken. Da hinten ist auch noch eine Kiste. Nehmen wir auch mit, hier ist eine Platte, ist da unten ein Haus? Warte mal, ist so gerade hier. Da ist ein Auto und so weiter, das nehme ich auch mit. Genau. Hier waren wir ja drinnen. Wo war es hier? Wo war es da drüben? Merkwürdig. Ich gehe mal hier rein und schau mal nach. Aber hier ist was. Das nehme ich mit.
So. Na, hier war ich schon drinne. Genau, es war das eine Gebäude. Und dann war ich hier wahrscheinlich noch. Hier war ich wahrscheinlich auch schon drinne. Ich muss echt gucken. Genau. Dann gehe ich mal hier rüber. War es noch was? Das Ding habe ich gar nicht entdeckt. So, es war das eine Gebäude hier. Gut, dann gehe ich mal hier runter und dann gehe ich von da drüben darüber. Das sind so die Sachen, die man nicht entdeckt, wenn man irgendwie, ja, wenn da mehrere Gebäude sind, dass man die schwer zu erkennen sind, anders ausgedrückt. Okay, da geht es nicht rüber, das heißt, ich muss von hier aus darüber. Jetzt gehe ich erstmal hier raus und gucke erstmal, ob hier noch was ist. Ja, hier ist auch noch was. Super, ich gehe mal kurz hier runter, nicht wundern. Kann ja sein, dass hier auch was ist, aber hier ist nichts weiter. Deswegen gehen wir mal systematisch diesen Weg hier lang. Da haben wir doch ein großes Gebäude hier vergessen. So. So, genau. Boah, war ja nicht sehr viel. Zwei Sachen gehen noch. So, ich pack mal die Axt ein. Jetzt muss man mal die Stelle merken hier. Das war dieses Gebäude bei den beiden Kraftwerken mit diesem komischen Teil. Okay. Ich habe etwas weit vom Bug geparkt. Das heißt, den Bus hier rüber. Lass uns erstmal das eine abladen. Dann kann ich immer noch nach den Prozenten gucken hier. So. Gut. Na, 72% ist ja noch, ist ja schon wieder in Ordnung. So, das war jetzt hier. Auch der Hammerhai ist ja halt immer noch da. Da unten ist noch eine Truhe. Die habe ich gar nicht beim einmal gesehen, ja? So. Genau, jetzt gehe ich mal von hier aus hier rüber rein. Nö. Aber wir waren ja oben gewesen. Wir waren ja hier gewesen. Dachte ich mir. Ich dachte mir das, weil wenn ich noch nicht hier war, kann, ist hier oben definitiv noch was. Wir umrunden einmal und dann gehen wir nochmal eine Etage höher. So, jetzt kann man nochmal hier oben gucken.